Und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Ich muss mir mal wieder mein Mikro umstellen. Moment, so. Einfach eine Menge Krach veranstalten, natürlich. So, beim letzten Mal haben wir nämlich, und das weiß ich ganz genau, wir haben Bücher geholt. Ich meine, wir haben Bücher geholt. Ich schau mal eben. Bring die Bücher zurück. Jawohl, dann bringen wir mal die Bücher zurück. Wir benutzen mal das Schnellreisen, weil die Strecke, die kennen wir ja, von daher. Heute ist die Akademie gemieden und gefürchtet. Ui. Wir stehen kurz vor Level 24. Das war erfreulich. Wir rennen mal dahin. Komische Persönchen. Halle der Elemente. Jetzt ist Teufdier da? Ach, die haben das Ding hier hingebracht. Die Dienste gehören zu den wenigen Dingen, die uns noch mit dem übrigen Himmelsmann verbinden. Auge von Magnus. Oh je. Moin. Es ist immer ermutigend zu sehen. Ihr wollt also die arkanen Künste meistern. Ja, ich. Ups. Was mach ich denn da? Bis zum nächsten Mal. Ja, hau rein. So, wir müssen das halt zum Erzmagier hochbringen. Der wollte sich die Zeug ja durchlesen. Ach nee, ach, Bibliothekar, Mann. Ich will euch nicht dabei erwischen, wie ihr mit einem dieser Bücher sorglos umgeht. Ist das klar? Ja, hier sind sie. Nun sieh einer an. Und er scheint auch noch unversehrt zu sein. Ich bin halt the Master of the Universe, danke. Ja? Danke. Ich werde die Bücher durchsehen und Mirabelle Bescheid geben, wenn ich etwas Interessantes finde. Alles klar. Die Nacht der Tränen, was? Ich erinnere mich. Na, das ist ja interessant. Habt ihr es gelesen? Wenn ich mich recht entsinne, dürfte das interessante Auswirkungen haben. Ihr solltet es Teufdir gegenüber erwähnen. Und hier, ihr habt ihr euch redlich verdient. Aber was? Anmerkungen. Bis zum nächsten Mal. Na toll. Na toll. Kacke. Ich kann nicht arbeite an einem sehr wichtigen Forschungsprojekt. 1000 Bücher bekommen. Das kann ich euch versichern. Hilfe! Ich komme nicht weiter. Alter, wie viel denn noch? Haufenweise Bücher. Das war's jetzt aber, oder? Danke. Bücher. Lesen wir mal. Herzfeuerband X. Beschwörung verbessert. Anmerkung der so Lese. Wiederherstellung verbessert. Siebte Ausgabe. Was hat man denn noch? Ups. Ich kann. So kann ich dann wieder. Okay. Legende des Roten Adlers. Nein. Schwarzen Künstler auf dem Punkt. Illusion verbessert. Bekennen null Illusionszauber. Dritte Tür. Tochter des Nieben. Tochter des Nieben. Veränderung. Auf 26. War noch was? Verzeichnis der Waffenverzauberung. Alt. Auf 30. War noch kein Level up. War sonst noch was gewesen? Jetzt hatten wir Schriftrolle der alten Drache. Die müssen wir noch wegbringen. Die dritte Tür war nicht. Der Mond Lorcan, das hatten wir schon. Anders Nachricht. So. Haben wir irgendwas, was wir hier. Elfenschrei. Ach, wer hat 330, Alter. Gewitz, alte Nordaxt. Nordstreitaxt. Haben wir nicht irgendwie so ein Steuert eben. Boah, nice. Ich habe schon wieder voll vergessen, was wir alles dabei hatten. Goldene Diamanthalskette. Wählen, Diamantring. Haben wir davon irgendwas? Nein. Toll. Kupferdiadem, nach den Handschuhen. Zwergenstiefel. Toll.
Irgendwas anderes. Was machen wir denn jetzt? Ich versuche mal was im Schrank da abzulegen. Oh, guck mal, da liegt doch ein Buch. Was ist denn das? Lieder der Rückkehr, Band 2. Ach, kacke. Ja, da müssen wir die halt so wegschmeißen, was soll's. Ich leg die mal da vorm schön auf die Bank. Kann ich mich da hinsetzen? Ja. Immer noch der seriöseste Typ der Welt mit seinem Nachtigallenumhang. So, Bücher. Das müssen wir noch machen. Tochter des Nieben. Das weg. Hier muss mal dringend einer aufräumen. Wir müssen mal Zeugs nach Hause bringen. Oder einen neuen neues Haus kaufen, wo wir Sachen ablegen können. So, Karte. Wir gehen mal eben nach Hause und legen da Zeugs ab. Weil ich erwarte, dass wir bald wieder losziehen dürfen und was anderes machen. Dürfen. Perüt. Irgend so ein Typ. Es liegt Frost in der Luft. Die Kälte wird meiner Ernte nicht gut tun. Tut sie nie. Ja, denn wenn sie das nie tut, dann tut sie das halt nicht, ne? Die rennt immer noch da oben rum. Immer wenn sie reinkommen, rennt sie gerade von unserer Truhe weg. Ich glaube, die beklaut uns. Alter. So. So, nun denn. Bücher. Oh, er war ablegen. Ja. Ah. Hurra! Einfach weil es unnütz ist. So, was haben wir hier? Amulett von Akatosh. Die legen wir ab. Bin nicht so der Mensch für schwere Rüstung, aber vielleicht eines Tages mal. Wenn wir umskillen oder sowas. Oder ausskillen oder wegskillen oder einen Haufen mal. Braucht doch kein Mensch. Diadem, Diamant, ja. Wiegt alles jetzt nicht so viel. Das meiste haben wir an. Also was am schwersten ist, haben wir an. Waffen. So, jetzt wird's interessant. Nordstreitaxt kommt weg. Elfenstreitkolben kommt weg. Drachenfluch behalten wir. Auch schatullig. Stab des Magier, nichts packen wir weg. Das war's. Amethyst. Eisenbarren. Kann ich. Achso. Gold, Goldbarren, Granatsteine, Seelensteine, große. Oh, davon haben wir schon 4 Stück. Karte der Drachengräber brauchen wir noch. Mit schwacher Seele. Linkes Auge der Pfahlmeer. Seelenstein, mächtiger Seelenstein, Quecksilberbarren, Orikalkumbarren, rechtes Auge. Ich glaube, die Menge macht's. Stein von Barenz. Ach, schon 2 Stück von. Das ist ja. Silberbarren. Zaubertränke aber auch ohne Ende. Das ist auch ziemlich viel Gewicht. Sonstiges. Ich glaube, ich werde mal die ganzen. Was ist ja alles so. Habe ich irgendwas mitgenommen? Toll. Und ich könnte auch eine zweite Truhe gebrauchen. Was benötigt ihr, mein Tane?
Kann ich hier noch? Warte mal, ich pack mal von hier aus. Wissen wir dann Bescheid. Hier sind die ganzen Barren drinne. Das Markt behalten mal. Können wir verwurschteln. Quecksilberbarren. Ups. Hab ich jetzt abgelegt. Warte mal. Goldbarren. Eisenbarren. Amethyst. Gewicht 20. Ach, das Ding ist auch so schwer. Zutaten. Haben schon 7 von, brauchen nur noch 3. Essen. Ist auch nicht so viel. Schriftrollen. Ist auch nicht so viel. Schlüssel. Wiegen auch nix. Das ist ein Questobjekt. Das rechte aber nicht. Huch. The struggle is real. Verdammt. Anpassungssphäre. Okay. Gut, da muss es erstmal reichen. Und wieder zurück zur Academy. Welch Verschwendung. Ja, pass auf mal. Und. Ups. Was? Nein. Ja. Da wollen wir hin. Und wir sind da. Jetzt sollen wir wieder in die Halle der Elemente und dort mit Mirabelle oder mit Tolfdier, dem alten Typen reden. Tolfdür. Wie geht's, Dür? Gut zu sehen, dass es in Himmelsrand immer noch so gute Menschen gibt. Ihr gebt einem alten Mann Hoffnung. Ja, ich bin ein freundlicher Samariter. Urak meinte, ich soll zu euch gehen. Ach, hat er das? Ja. Hat er irgendwelche Informationen zu unserer wundervollen Entdeckung? Das Buch. Ich habe das Buch Nacht der Tränen gefunden. Ist es das über einen Gegenstand, der unterhalb von Saartal vergraben wurde? Etwas, um das sich Menschen und Meer gestritten haben? Ich muss es noch einmal lesen. Ich erinnere mich nicht mehr an die Einzelheiten. Ich kann mich einfach nicht davon losreißen. Was es auch sein mag, so etwas Schönes habe ich noch nie gesehen. Ja, wenn dann, ich noch einen Moment damit verbringen dürfte, könnte ich vielleicht noch einige Beobachtungen machen. Vielleicht. Ihr habt sicher bereits die Zeichen bemerkt. Sie sind ganz anders als alles, was wir zuvor gesehen haben. Ja. Beileiden, Dwemer, Dädra. Nicht einmal Falmer. Nichts passt dazu. Wirklich interessant. Nun, ich bin nicht sicher, dass ihr ganz so darauf eingestimmt seid wie ich mit meiner jahrelangen Erfahrung. Aber könnt ihr das spüren? Dieses fantastische Objekt erstrahlt förmlich Magika aus. Und doch ist es anders als alles, was ich je zuvor gespürt habe. Ja. Erzmagier Aaron ist bereits in die Arbeit vertieft. Und so werden wir hoffentlich bald mehr wissen. Das wär's. Ich störe nur ungern, aber ich muss sofort mit eurem Kollegen sprechen. Mit mir? Ich gehe jetzt. Das ist sehr ungebührlich. Wir führen hier ernsthafte Forschungsarbeiten durch. Ja, die Wichtigkeit ist mir bewusst. Hierbei handelt es sich aber um eine Sache, die nicht warten kann. Schnauze. Nun, ich bin sicher, ich bin noch niemals auf diese Weise unterbrochen worden. Was für eine Dreistigkeit. Wir setzen dies wohl lieber später fort, wenn wir Unterbrechungen vermeiden können. Ja, glaube ich auch. Ihr müsst sofort mit mir kommen. Gehen wir. Warum? Wirklich? Dann lasst mich die Situation erläutern. Ja, hau mal rein. Ich würde gerne wissen, warum jemand hier in der Akademie behauptet, Mitglied des Sidjik-Ordens zu sein. Ja? Aber was noch wichtiger ist, ich würde gerne wissen, warum er konkret nach euch fragt. Da war ja was. Wir werden also ein wenig mit ihm plaudern und herausfinden, was genau er will. Von mir aus.
Seid ihr nicht mein Berater hier? Eigentlich schon. Aber ich bin dem Altmeribund immer noch verpflichtet und kann diese Situation nicht ignorieren. Keine Sorge, ihr könnt zu euren kleinen Streitereien und bedeutungslosen Forschungsarbeiten zurückkehren, sobald diese Angelegenheit erledigt ist. Kollege, eines Tages mache ich dich kalt. Ich glaube, an der Akademie ist es Zeit für einen Führungswechsel. Wumm, wumm, wumm. So. Ihr werdet mit diesem Mönch reden und herausbekommen, warum er hier ist. Danach werden wir ihn vom Akademiegelände entfernen. Aha. Gehen wir mal, ne? Was soll dabei schon schief gehen? Ist da irgend so ein Typ, der rumlabert? Ach, Bullshit. Sicher alles überhaupt kein Problem. Bitte macht euch keine Sorgen. Ich will euch nichts Böses. Ja? Es ist schön, euch persönlich kennenzulernen. Was habt ihr getan? Was wollt ihr von mir? Was ist los? Was ist mit euch passiert? Ich habe uns die Möglichkeit verschafft, ganz unter uns zu reden. Aber das kann ich leider nicht lange. Wir müssen uns kurz fassen. Die Situation hier an eurer Akademie ist von entscheidender Bedeutung. Und unsere Versuche, euch so wie vorher zu erreichen, sind gescheitert. Aha. Ich glaube, der Grund ist eben das, was uns so beunruhigt. Dieses Objekt. Das Auge von Magnus, wie eure Leute es jetzt nennen. Okay. Die Energie, die es aussendet, hat verhindert, dass wir euch mit den Visionen erreichen, die ihr bereits gesehen habt. Okay. Je länger es hier bleibt, desto gefährlicher wird die Lage. Darum bin ich persönlich gekommen, um euch zu sagen, dass es aus dem Weg geschafft werden muss. Okay. Aber... ja, was habe ich damit zu tun? Diese Kette von Ereignissen habt ihr in Saartal in Gang gesetzt. Ach so ein Quatsch. Ihr müsst verstehen, dass der Sijik-Orden normalerweise nicht direkt in die Ereignisse eingreift. Meine Anwesenheit hier werden einige im Orden als Affront betrachten. Und sobald wir fertig sind, werde ich eure Akademie verlassen. Mir ist nur allzu bewusst, dass meine Ankunft Verdacht erregt hat. Besonders bei Ancano, eurem Kollegen bei den Talmor. Ja. Dennoch wird mein Orden nicht direkt tätig werden. Diese Aufgabe müsst ihr übernehmen. Und warum? Was ist das Problem? Wie ihr vielleicht schon erfahren habt, ist dieses Objekt, das Auge, ungeheuer mächtig. Ja, ziemlich. Diese Welt ist noch nicht bereit dafür. Wenn es hier bleibt, wird es missbraucht werden. Okay. Ja, tatsächlich glauben sogar viele im Orden, dass das bereits geschehen ist. Oder vielmehr, dass bald etwas geschehen wird, das nicht verhindert werden kann. Aha. Ich helfe euch, aber was soll ich da machen? Wir glauben, dass ihr euch um die Konsequenzen kümmern solltet. Aber wir können nicht voraussagen, wie diese aussehen werden. Oh, na toll. Ich befürchte, ich habe die Grenzen meines Ordens bereits überschritten. Aber eines will ich euch noch sagen. Sucht den Auguren von Dunlein hier in eurer Akademie auf. Seine Wahrnehmung mag schlüssiger sein als unsere. Okay. Wieso sollte ich unter einem Orden vertrauen? Wer ist Augur von Dunlein? Kurze Pause. So, da wären wir wieder. Da haben mich einfach Vatrot und der Blackfire angerufen. Wo waren wir stehen geblieben? Wir müssen mit den Konsequenzen klarkommen. Wo finde ich? Wer ist Auge von Dunlein? Er war früher Schüler hier an der Akademie. Jetzt ist er etwas anderes. Wer sind? Ich nehme an, ihr bezieht euch auf Ancanos Abneigung gegen den Sijik-Orden. Ja, doch. Die Talmor sehen unseren Orden als Bedrohung an. Weil wir mächtig sind und ihnen nicht gestatten, uns zu kontrollieren. Böse, böse. Ich versichere euch, dass wir euch nichts Böses wollen. Ja, uns nicht, aber allen anderen vielleicht. Ich bin mir nicht sicher. Er ist irgendwo in der Akademie. Sicher weiß einer eurer Kollegen, wo er zu finden ist. Na, toll. Ich bedauere euch nicht weiter behilflich sein zu können, aber dieses Gespräch strengt mich sehr an. Ja, du strengst mich auch an. Jetzt muss ich euch leider verlassen. Wir werden weiter über euch wachen und euch leiten, so gut wir können. Ihr könnt euer Ziel erreichen. Vergesst das nicht. Ja, follow your dreams. Wolltet ihr etwas sagen? Ich doch nicht, nö. Nee. Ich bin mir nicht sicher, was passiert ist. Ein Mönch aus dem Sijik-Orden.
Hier nach all den Jahren. Und dann verschwindet er einfach wieder. Ich hoffe, wir haben ihn nicht irgendwie beleidigt. Was? Bis zum nächsten Mal. Verschwindet? Ihr müsst mich entschuldigen. Ich sollte nicht hier sein. Oh Mann. Gut, dann gehen wir halt mal gucken, wo sich dieser Auguren von Lunlain befindet. Und was der so macht. So kann ich jetzt aber nochmal. Falsche Richtung. Toll. Ich wollte eigentlich nochmal mit Holf dir reden und gleich bei der Gelegenheit mal nachfragen, ob der was weiß. Also wieder rein. Auf. Ich glaube, an der Akademie ist es Zeit für eine Führung. Ja, denkst du jedes Mal. Das Ding scheint nichts zu machen. Ist nicht toll dir. Toll dir ist nicht da. Toll. Wenn, das sind Lügen. Alles Lügen. Mir ist es egal, was sie euch gesagt hat. Es sind alles Lügen. Wer? Faralda. Tut nicht so, als hätte sie nichts gesagt. Ich kenne sie. Ich weiß, was sie im Schilde führt. Ich weiß nicht mehr, wer Faralda ist. Ist es denn noch nicht genug, dass ihr euch mit dieser Augensache in den Vordergrund gedrängt habt? Nun sucht ihr auch noch den Auguren. Offensichtlich. Ich weiß nicht, was ihr im Schilde führt. Aber ihr tätet gut daran, euch zu erinnern, wo ihr hier hingehört. Ja, im Keller? Weiß ich nicht. Was ich für ein Problem mit ihr habe, sie hat ein Problem mit mir. Oh, entschuldige. Sie fühlt sich durch mich bedroht. Durch mein Können als Zauberin. Durch meine Eleganz und Haltung. Durch mein überlegenes, gutes Aussehen. Aber sie wird mich nicht unterkriegen, oh nein. Das lasse ich einfach gar nicht an mich heran. Das will sie doch nur. Ja, ja, du lässt das überhaupt nicht an dich heran. Sie versucht, mein Selbstvertrauen zu untergraben und mich in Selbstzweifel zu stürzen. Nun, das wird nicht funktionieren, das sage ich euch. Ja, offensichtlich hat das schon funktioniert. Also danke gut. Fürs Gespräch. Was machen wir jetzt? Wir sind hier, um euch eine Lektion zu erteilen. Ja? Bitteschön. Kontrakt. Gold. Sonst nix von Wert. Bezahlter Raufbold, wie niedlich. Bücher. Kontrakt. Hier ist die vereinbarte Summe. Ich erwarte, dass ihr wie vereinbart Rijo eine Lektion erteilt. Was? Ihr braucht ihn nicht umzubringen, aber falls ihr euch doch dafür entscheidet, habe ich damit auch kein Problem. Asbjorn Feuerzähmer. Who the fuck is Asbjorn Feuerzähmer? Hä? Sonst geht's euch gut, oder? Aua! Penner! Die haben sich in der Wand festge... Oh! So, nun zu dir. Ab mit dem Kopf! Schön. Schön, schön. Gut, gut. Ihr habt auch Zeugs dabei, jawohl, Kohle, Gold, orkische Streit, ist nicht mein Fall. So, wo ist der Auguren? Was ist passiert? Da war ein Spacko, der hat mich angegriffen. Lasst es mich wissen, falls ihr Hilfe bei Beschwörungstechniken benötigt. Er hat nicht unbedingt, aber. Und führt eure Beschwörungen bitte nur auf dem Gelände der Akademie durch. Die Leute sollen nicht auch noch durch Atronachen in Aufruhr versetzt werden, die durch die Stadt streifen. Vielleicht dadurch Betrona. Das Beschwören von Untoten ist außerhalb der Akademie noch weniger ratsam. Oh. Gibt es wieder so ein... Ach man. Also gut. Moin. Die genaue Natur meiner Forschung ist leider geheim. Aber ich kann euch verraten, dass sie
äußerst wertvoll ist. Natürlich, aber willst du was von dem da? Was? Der Augur? Oh nein, ich bin ziemlich sicher, dass... Mit ihm habe ich nichts zu tun. Nein, nein. Nein? Mirabel, Erwin oder Teuftier, sie können euch mehr über ihn sagen. Ich kann es mit Sicherheit nicht. Bis zum nächsten Mal. Gut. Oh, was ist passiert? Da war so ein Spacko, der hat mich angegriffen. Hatten wir eben schon mal. Halle der Leistung. Halle der Leistungsschwäche. Teuftier, alte Nase. Die Akademie wird für euch da sein, was auch geschieht. Wir kümmern uns immer um unsere Leute. Ja, ja. Ah, das ist ein Name, den ich schon seit geraumer Zeit nicht mehr gehört habe. Okay. Meine Güte, es ist schon Jahre her, seit ich das letzte Mal mit ihm gesprochen habe. Ich nehme an, er ist immer noch unten in der Müllgrube, aber ich habe nicht nachgesehen. In der was? Werdet ihr ihn aufsuchen? Richtet ihm einen Gruß von mir aus, ja? Warum? Ich würde die Frage stellen, warum in die Müllgrube? Unterhalb der Akademie. Es ist nicht sehr angenehm dort. Also seht euch vor, wenn ihr dort hinuntergeht. Ja, er wird Magier alles wegschmeißen. Aber was macht er denn so? Nun, es würde ihm wohl nichts ausmachen. Das war natürlich alles vor meiner Zeit, wisst ihr? Ich habe die Geschichten gehört, genau wie alle anderen. Hä? Er war ein brillanter Schüler, ein versierter Zauberer. Hat sich auf eine Weise in Magie vertieft, wie ich es noch nie bei jemandem gesehen hatte. Da fehlt dann ich. Aber ich glaube, er hat sich zu sehr darauf konzentriert, wie viel Macht er erlangen könnte. Das führte schließlich zu dem Unfall. Schlecht. Warum machen die das? Das weiß ich nicht. Aber ich finde es faszinierend. Wenn es stimmt, versteht sich. Die Insel Artaeum verschwand vor über 100 Jahren. Und seitdem hat sie niemand mehr gesehen. Und doch haben sie sich plötzlich dazu entschlossen, Kontakt mit euch aufzunehmen. Das ist wirklich spannend. Du kannst da mal sehen. Würde ich das als ein Kompliment betrachten. Die Psijiks haben sich immer nur mit denen beschäftigt, die sie für würdig gehalten haben. Wir sind würdig. Also gut. So, wo ist die Mülltonne? Die Frage, Bio oder Wertstoff? Wahrscheinlich Bio. Wenn das ein Mensch ist oder so. Ach, Müllgrube. Will ich ja unbedingt hin. Erstmal Schwert ziehen. Ich dachte gerade, da steht einer. Schönen guten Morgen. Jemand zu Hause? Ich rüste mal wieder eben. Ich rüste mal eben nicht um. Ach. Irgendwas vermittelt bei hier. Na toll. So. Kein Interesse? Okay. Jetzt? Warum soll ich denn jetzt wieder zurück? Ah ne, da geht's zurück. Okay, dann müssen wir weiter runter. Ach, sah aus, als wäre da was in der Wand gewesen. Geht. Halle der Bekräftigung. Echt alt sein hier. Totschädel. Ja, ich geh da mal rein. Gehen wir jetzt rein und kriegen erstmal direkt fett aufs Maul. Was? Ach so. Sieh meine an. Gut. Verfolgen wir weiter unser Ziel. Wir müssen. Mal Lärm machen. Blutende. Achso, das ist.
geweihte Eisen durch. Wer kommt da? Nehmen wir den Dolch da raus. Scheiße, das steht jetzt wieder auf. Naja. Guck mal. Aha. Okay. Treff nix. Puff. Kaputt. Ich muss doch nur mal ein bisschen hier unten umsehen. In der Müllgrube. Ein Magierlicht. Ja, hier ist Müll. Noch mehr Müll. Kommt mir vor wie auf Deponia.